Oh nein! Mario hat mich besiegt! Schon wieder! Immer besiegt er mich! Diesmal war ich unbesiegbar! Und trotzdem hat er mich besiegt! Verdammt! Game over, Mann. Game over. Und nun erhalten wir den Sternenstab. Immer noch nicht von Kirby. Du hast den Sternenstab zurückerobert. Das ist ja offen, Mann. Ah, Mario! Ja, gibt's einen Kuss? Mario, ich wusste, dass du mich retten würdest. Danke, Mario. Sag jetzt aber nicht, dass... Was? Wie? Ich bin wach! Was ist hier los? Das war nicht Teil meines Plans! Cammy Cooper, sag mal, woraus besteht denn dieses Ding? Scheinbar aus Pappe und Papier, so wie wir. Yo, Cammy Cooper! Was soll dieses Beben? Roy, der Kampf mit Mario war so heftig, dass meine neue Maschine ein wenig, Schaden erlitten hat. Achso, die Stage sah die Maschine, okay. Ja, ich hab's halt auf Amazon billig gekauft. Eigentlich ist sie völlig Malmo und die gesamte Energie wird in eure Festung umgeleitet. Tja, es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber eure Festung als auch diese Art hier fliegen gleich in die Luft. Obwohl wir sowas schon in der Luft fliegen, aber du weißt, was ich meine, Mann. Wir müssen fliehen, mein böser König. Wir haben keine Wahl. Was? Bist du sicher? Das ist ein riesiges Problem. Lass es verschwinden. Wie? Boah, Alter. Hui, ein Schuss in den Ofen. Okay, Peach-Schloss geht zwar gut, aber Bowser-Schloss ganz und gar nicht. Jetzt, wo wir ihn besiegt haben, bricht diese hässliche Visage zusammen. Und wir... Naja, wir stürzen wahrscheinlich mit ab. Paracarry, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, uns alle zu tragen. Naja, bitte eh nicht. Boah, so eine riesige Explosion. Ach, alles gut. Danke, Rosalina. Alles gut hier. Alles unter Kontrolle. Wir fliegen mitsamt dem Gras nach unten. Die Sterne haben uns. Sicher und feste. Ja, Freunde, wir haben unsere Mission erfolgreich ausgeführt. Alright, Job's done. Bye bye. Ich gehe wieder schlafen. Bis zum nächsten Spiel. Oh Mario, ich danke dir. Du hast es geschafft. Du hast unseren wertvollen Sternstab zurückgebracht. Ich danke dir aus ganzem Herzen. Wir werden ihn dazu verwenden, den Frieden wieder in unsere Welt zu bringen. Jetzt können wir endlich wieder alle Wünsche erfüllen. Das alles ist nur dir zu verdanken. Wenn du in den nächtlichen Himmel blickst, soll das Glitzern der Sterne das Lob für deinen Mut sein, ja? Sieh die strahlenden Funken. Sieh die strahlenden Funken an und sei dir unserer Dankbarkeit bewusst. Das ist Bowser ordentlich gezeigt, Mario. Du hast es ihm richtig gegeben. Deine Kraft ist beeindruckend. Ich wusste, du würdest es schaffen. Mario, es sei dir versichert, dass wir deine Bemühungen sehr zu schätzen wissen. Es muss alles sehr schwierig gewesen sein. Wir werden es dir nie vergessen. Ich hoffe, Bowser hat eine Lehre aus dieser Niederlage gezogen. Vielleicht benimmt er sich jetzt endlich. Obwohl, ich glaube, dass die Chancen dafür eher schlecht stehen. Aber was soll's. Worte können nicht beschreiben, wie dankbar wir dir dafür sind, was du für uns getan hast. Die Hoffnung ist nun sowohl in den Sternhafen als auch ins Königreich zurückgekehrt. Wir stehen in deiner Schuld, Mario. Und Twink, ich muss sagen, du hast dich mehr als nur bewährt. Du hast bewiesen, dass du ein erwachsener Stern bist. Ach, hört auf. Nun, ich glaube, es ist an der Zeit, wieder in den Sternhafen zurückzukehren. All die anderen Sterne warten schon auf uns. Die Zeit ist gekommen, voneinander Abschied zu nehmen, Mario. Mögen die Sterne für alle Zeiten über dir strahlen. Amen. Jetzt können Hoffnungen wieder erfüllt werden.
Und die Toads haben keine Angst mehr. Toad Town und das Königreich wurde gerettet. Und Mario kann jetzt endlich mal schlafen, Mann. Wie lange ist er jetzt schon wach? Mario, auch ich möchte dir danken. Und Prinzessin Peach, es war mir eine Ehre, dir in Zeiten der Not beizustehen. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wieder begegnen werden. Doch jetzt muss ich mich bemühen, ein guter Stern zu werden und die Wünsche der Leute zu erfüllen. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe, Twink. Du bist mir stets ein guter Freund gewesen. Boom, Friendzone. Prinzessin Peach. Aua. Ich. Ach nix, ich muss jetzt gehen. Vielen Dank, Mario. Ich werde dich nie vergessen, Prinzessin Peach. Auf Wiedersehen. Bye-bye. Thank you so much. Oh, Peach. Ja. Vielleicht sieht man sie eines Tages wieder. Die hohen Sterne vielleicht, ich weiß nicht, in einem Mario Party oder so. Und den kleinen Twink? Wer weiß, vielleicht einem neuen Abenteuer in neuer Frische. Only time will tell. Endlich sind wir wieder unter den Wolken und nicht schon fast im Weltall. War noch an der Erdoberfläche ganz leicht. Ah, so war das also, hä? Huh? So hast du also den Sternenstab von Bowser zurückerobert? Sieht so aus, als hättest du wieder einmal Geschichte geschrieben, Bro. Der Palast steht wieder an seinem alten Platz und alle sind wohlbehalten wieder nach Hause zurückgekehrt. Und du hast es zum guten Letzt wieder geschafft. So wie du es immer tust, Mann. Du bist mal schon seit ein paar Tagen wieder zurück. Aber ich wette, du fühlst dich, als ob du noch immer auf einem Abenteuertrip wärst. Mhm. Ach übrigens, Bro, deine Freunde, die mit dir reist sind. Ich frage mich, was sie jetzt wohl machen. Na gut, Mario ist wieder zurück zu deiner Familie gegangen. Und ist erwachsen geworden. Also mental zumindest. Gumbario! Hi, sorry, ich hatte einen Froschmalz. Hey, Paracarry, was gibt's? Ich dachte, du würdest nie wieder Briefe zustellen. Ach, machst du Witze? Ich wurde befördert. Dies ist kein Höflichkeitsbesuch. Ich bin hier, um dir einen Brief zu überbringen. Das ist von Prinzessin Peach. Na, von Peach also, hm? Wow, was sie mir wohl schreibt. Lies ihn und finde es heraus. Ich muss noch mehr Briefe zustellen. Danke, Paracarry. Bis dann. Arbeite fleißig, Kumpel. Und pass auf dich auf. So ein Stück Papier. So geknickt. Hey, Gumbario! Was hat Prinzessin Peach geschrieben? Lass mich sehen! What's up, Gumbaria? Oh, das ist die Einladung zu einem Empfang. Im Palast? Hier steht, die Prinzessin gibt einen Empfang und ich bin dazu eingeladen. Wow, wow, wow! Ich kann euch nicht hören, Leute. Ich bin zu weit weg. Selbst Lady Boo. Alle sind eingeladen. Nochmal für eine große letzte Feier. Warte, lebt dort? Ich dachte, wird da gefangen gehalten oder so. Was eigentlich mit seiner Familie? Seltsam. Wenn ihr mich fragt. Ja, damn, Kids! Und die beiden wieder. Du nervst und das ist so süß an dir. Ach stimmt, Cooper wollte ja Teil des Forschungstrupps werden. Und das ist er wohl geworden. Also dann, Gentlemen, es ist an der Zeit, die frostigen Höhen zum Kristallpalast zu erklimmen. Cooper, alter Junge, du übernimmst die Führung. Deine Erfahrung ist von höchster Wichtigkeit für den Erfolg unserer Expedition. Ja, überlass das nur mir. Ich kenne den Ort wie meine eigenen Panzer. Cooper! Aha, Paracarry? Was wird dich denn her? Puh, endlich geschafft. Oh, es ist so kalt. Ich habe einen Brief für dich von Prinzessin Peach. Okay.
Lippen. Ach so ist das. Oh, wow. Was eine Einladung zu einem großen Empfang im Pilzpalast. Sie kommt von der Prinzessin persönlich. Da ist sogar ihre Unterschrift und ihr Siegel alles. Cool, Mom. Auf keinen Fall darf ich das verpassen. Aber ich kann dieser Expedition nicht einfach den Rücken zukehren. Nachdem ich Professor Colorado mein Versprechen gegeben habe. Ich sollte hier bleiben und... Oh, Dummbatz, Holzbirne, sei nicht blöd, Junge. Solch eine Einladung abzulehnen wäre schrecklich unhöflich. Das ist eine einzigartige Gelegenheit. Du gehst sofort zu diesem Empfang. Verschwende keinen weiteren Gedanken an mich. Der Empfang wäre ruiniert, wenn der Held von Cooperheim... Nein, der Held des gesamten Königreichs nicht anwesend wäre. Wie? Ich wusste, Sie würden das sagen, Professor Colorado. Sie sind so großzügig. Ich werde gehen. Ich hoffe, Ihr Leute kommt auch ohne mich zurecht. Ich gehe auf den Empfang. Yippie! Oh, Colorado, für Sie habe ich aber auch noch eine Nachricht. Wage es nicht, nach Hause zu kommen, du streunender Hanswurst. Du nichtsnutziger Ehemann. Das war eine Nachricht von Ihrer Frau. Colorado, Sie sind schon wieder auf Expedition gegangen, ohne Ihrer Frau Bescheid zu sagen, habe ich recht? Junge, war die wütend. Oh, meine Güte! Power Carry, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Das ist eine Krisensituation, alter Junge. Ich muss so schnell wie möglich nach Hause zurück. Ich hoffe, die Schale und ich überleben. Oh. Jetzt kriegt sie 50% von den Schätzen. Hä? Was? Achso, draußen hat was gehört? Das ist nicht. Ja, okay, komm, ich geh draußen mal nachschauen. Luigi Number One. Oh, danke. Mario! Bro, warte mal, hey. Parker Carry war gerade hier und hat eine Einladung zum Empfang von Prinzessin Peach gebracht. Das klingt jetzt irgendwie déjà vu, aber... ja, wir haben wieder mal eine Einladung. Er sagte, er sei auch eingeladen und er würde uns treffen, wenn wir im Palast eingetroffen sind. Und jetzt sollen wir auch los. Das klingt nach einer Falle. Ich bin dabei! Yippie! Yahoo! Los geht's! Das ist wirklich einfach der Anfang von dem Spiel. Jetzt loopt das so unendlich. Hat man unendlichen Spielspaß. Nintendo, die Staunfüchse. Okay, hör zu, Mario. Ich laufe voraus. Es gibt doch etwas Wichtiges, was ich tun muss. Um was es geht? Sorry, Bro. Das ist streng geheim, Mann. Tut mir leid. Okay. Kann ich einfach abhauen jetzt? Mario, wohin gehst du? Ich bin mir sicher, dass die Prinzessin schon im Palast auf dich wartet. Okay, ich kann also mit niemandem reden. Kann ich mit euch reden? Ich liebe es, wenn Toton voller fröhlicher Leute ist. Ich werde mich mit so vielen Leuten wie möglich unterhalten. Ich schätze, das sollte ich dann jetzt wohl auch tun. Der Bissmaß ist wieder da und in Toton herrscht wieder Frieden. Jetzt können wir endlich wieder ohne Furcht leben. Oh, ich bin so glücklich. Aber ich arbeite im Palast. Darum muss ich nur noch dorthin gehen. So ist nun mal der Lauf der Dinge, mein Schatz. Arbeitet ihr doch mit? Alle mal hergehören! Ich habe großartige Neuigkeiten! Mario, der den bösen Bowser besiegt hat, ist soeben eingetroffen! Hurra, 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 hurra! Erinnerung auf Mario! Yay, werden gefeiert! Kann das sein, dass ich... Ja. Ich habe tatsächlich vergessen, meine Ohren auszurüsten. Oh Mann, ich habe extra Level-Up dafür gehabt. Oh Gott. Egal. Dann kann ich ja zumindest nochmal meinen Speed-Wirbel reintun. Bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Oh, so viel besser. Ich bin gerade erst in Toton angekommen. Was für ein langer Weg. Ich muss mich einen Moment ausruhen. Gumpa ist wirklich rüstig. Er ist mit den Kindern schon vorausgegangen. Diese Kinder hier sind mit ihrem lieben Gumpa schon vorausgegangen. Gumbaria tanzt vor Freude. Ach ja, Kinder sind doch wahre Energiebündel. Oh, hallo Mario. Ich war noch nie zuvor bei einem Empfang im Palast. Ich bin schon ganz kribbelig vor Aufregung. Es ist so... Oh Himmel, ich bin so nervös. Sehe ich auch gut genug aus? Das ist wie Make-up, aber ja, das passt. Der Palast ist wieder da! Dank dir ist nun alles wieder in Ordnung, Mario! Sieh doch, ganz total ist auf den Beinen, wir alle Leute feiern wollen! Yippie! Oh, küssen wir auch noch hier, oh Gott. Ich wünschte, wir Taus hätten mehr zu tun, als nur für dich wünschen zu können. Aber wir haben deine Fortschritte die ganze Zeit über verfolgt. Deine Anstrengungen haben uns Hoffnung hingegeben. Ganz total ist dir dankbar. Das alles muss für dich äußerst strapaziös gewesen sein. Ja, sowas von. Quiz! Ich bin's, alter Kumpel, Wim Quizmo. Wie war's beim kleinen Quiz? Ach, warte, du Scherze. Genießen wir einfach den Empfang. Und sie, my lady? Einfach nur Herz.
Okay. Mehr gibt es hier wohl nicht. Ach, ich bin so erleichtert, dass die Prinzessin und alle anderen gesund und munter zurückgekehrt sind. Und auch die drei Mädchen, die im Palast arbeiten und zwischendurch auf Reisen waren. Sie sind auch zurück. Ja, das habe ich auch gehört. Gleich heute Morgen waren sie schon wieder bei der Arbeit. Ja, voll krass, Mann. Es ist großartig, ey. Und die drei Mädels haben auch richtig viel Souvenirs dabei. Oh ja, toll. Yeah, alle sind happy. Prinzessin Peach ist voll behalten, wieder zurück. Welch Freude. Ich bin regelrecht euphorisch. Euphorisch, naja. Total News. Prinzessin Peach gerettet. Palast ist gelandet. Gedenkfeier angekündigt. Also Gedenkfeier, nicht Gedenkfeier. Wie nicht anders erwartet, hat Mario Bowser besiegt und unsere geliebte Prinzessin gerettet. Bowser wurde vernichtend geschlagen und wird vermutlich nie wieder zurückkehren. Natürlich nicht. Dessen sind wir beinahe vollkommen sicher. Okay. Der Pilzpalast befindet sich wieder auf seinem gewohnten Standort und ist sogar schon frisch gestrichen. Zur Feier des Sieges ist ein großer Empfang geplant, zu dem zahlreiche Ehrengäste erwartet werden. Ein Hoch auf Mario, ein Hoch auf unseren Helden. Von allen Reportern mit herzlichen Glück. Mario, wir schulden dir was. Ach, nicht der Rede wert. Total Underground News. Ein auf Prinzessin Peach, ein auf Mario. Ist genauso stark, wie es die Legenden berichten. Er hat zusammen mit Mario, Koopa, Paracarry, Bombette, Lady Boo, Watt, Lucky Lester und Sushi gekämpft. Falsche Reihenfolge, aber passt schon. Wir werden feiern, bis die Sonne wieder am Himmel steht. Yippie, yippie. Das ist geschafft, Mario. Bis Mario zählt. Das weiß ich. Ich hab dir schon alle gesagt. Du auch, ne? Was hast du denn Peach zurückgekehrt? Oh, ich bin so glücklich. Ich fürchte schon, sie wäre für immer verloren. Ach, doch Peach doch nicht. Ach, was denkst du denn? Oh, Mario, wow, hallo, ich bin höchst erfreut, dich zu treffen. Wenn ich wieder im staubtrockenen Vorposten bin, kann ich von meinen Freunden damit angeben. Auf einmal wirkt er nicht? Ich habe noch nie zuvor ein Haus gesehen, dessen Dach sich dreht. Wow, Totland ist wirklich ein erstaunlicher Ort. Das kann man so sagen. Ich hoffe, du bist ordentlich ausgeruht, Mario, denn heute wird nicht geschlafen, heute wird gefeiert! Wir feiern mit all unseren Freunden bis in den frühen Morgen! Yippie! Wenn das so ist, dann freue ich mich. Ich werde für Prinzessin Peach einen Blumenstrauß binden. Es scheint, als wären speziell für diesen Tag besonders schöne Blumen erblüht. Was sind denn für welche? Hey, die Nerven der Diva sind dahin! Lampenfieber steht ihr in Sinn! Haut ihr Gesang nun dennoch hin? Warum das Grübeln? Warum die Sorgen? Lass uns feiern bis frühen Morgen! Ich kenne die ja gar nicht. Oh, ich fühle mich gut. Ich hätte mir nicht gedacht, dass Total eine so tolle Stadt ist. Singen, tanzen, Party, das Leben ist so schön. Tralalala, mimimi. Oh, ich bin so nervös. Was ist, wenn ich für Prinzessin Peach nicht schon genug singe? Dann Pech gehabt. Im Namen aller Bewohner der Blütenfelder bin ich hier, um dir unseren Dank auszusprechen, Mann. Ich danke dir so viel. Wir haben uns alle so viel dir zu danken, Mario. Danke, vielen herzlichen Dank. Ach, nicht der Rede wert. War ein normaler Montag für mich. Ich habe den Garten von Minzti schon seit einiger Zeit beobachtet. Er wird von Tag zu Tag schöner. Und jetzt, wo der Palast wieder da ist, kann auch Minzti wieder lachen. Wenn ich nur in ihr lachendes Gesicht blicke, fühle ich mich so glücklich. Von jetzt an wird sich Bowser zu benehmen wissen. Zumindest hoffe ich das. Wenn du nochmal so etwas Schreckliches passiert, verliere ich den Verstand. Aber bitte tu das nicht. Guten Tag, Mario. Das Toadhaus ist heute geschlossen. Wir haben uns einen feinen Tag redlich verdient, oder? Ja, vor allem, weil es kostenlos ist. Nun, Mario, ich hörte, du hast Bowser letztendlich besiegt. Es muss für dich ein großartiges Abenteuer gewesen sein. Du musst sehr erschöpft sein. Ja, schon true. Bombette, oh Bombette, wo bist du gewesen, Bombette? Ich bin dir gefolgt, doch umsonst. Was für ein kaltherziges, grausames Mädchen du noch bist. Du hast mich zurückgelassen. Wie konntest du nur? Schnauze, Mann, such dir eine andere. Die mag dich nicht. Ich schwöre es, Kamerade, du treibst dich in den Wahnsinn! Ständig reißt es dich von einer Decke der Welt in die andere, anstatt endlich sesshaft zu werden! Mario, kannst du glauben, dass ich Paracarry losschicken musste, um ihn zu holen? Ich bin am Ende meiner Weisheit! Bitte versuche du, ihm etwas Verstand beizubringen! Okay. Sei gegrüßt, alter Junge! Bist du auch wegen der Festigkeiten gekommen? Ich kann von mir nicht gerade behaupten, dass ich deswegen irgendwie aufgeregt wäre. Mein Herz sehnt sich danach, zum Kristallpalast zu gehen. So viele Mysterien warten noch auf mich und meinen brillanten Verstand. Oh, was für ein Schmerz. Du verstehst meine Sehnsucht nicht wahr, alter Junge. Du bist doch nur hier, weil deine Frau dich dazu zwingt. Also laber mal nicht. Oh Gott, so viele Texte, Hilfe.
Ich habe alles über dein Abenteuer gehört. Es ist wirklich eine Geschichte voller Romantik, Mut und Spannung. Hemingway sagte, er will unbedingt eine Geschichte schreiben. Er hat sogar schon einen Titel. Was gleich? Nun, Paper Mario. Was hältst du davon? Cool. Die Zeit, als ich in dieser Zelle sitzen musste, erscheint mir jetzt wie ein böser Traum. Alles ist wieder gut. Das ist so großartig. Danke, Mario. Alles, was ich jetzt tun möchte, ist mich hinzusetzen und Tag und Nacht Fruchtsubi in mich hineinzustopfen, bis ich platze. Oh Gott. Ah, das ist ja Mario. Hallo. Du musst uns unbedingt wieder mal auf Lava Lava Island besuchen. Alle würden sich freuen, wenn du uns zu sehen bekommst, Mario. Vielleicht sollten alle Bewohner von Lava Island mal hierher kommen. Es gibt so viel verrücktes Zeug hier. Es wäre sicher lustig, das alles zu erforschen. Wow. Richtig, hier ist alles so neu für mich. Ich wünschte, die anderen Jungs hätten auch mitbekommen können. Ja, immerhin ist der Hauptjoshi hier. Und der Hauptjoshi. Oh, es ist Mario. Ich möchte dir nochmal dafür danken, dass du, was du für unser Dorf damals getan hast. Hm? Du fragst, wie ich hierher gekommen bin? Ich habe mich mit einem Wal angefreundet. Er hat mich hergebracht, zusammen mit anderen. Nur da hat er nicht mehr Platz für mehr. Nächstes Mal möchte ich die ganze Siedlung mitnehmen. Na, das klappt. Oh, Mario! Unsere Wünsche wurden erfüllt! Der Palast ist wieder da! Und alles ist beim Alten mal wieder! Ich bin so froh, dass Prinzessin und all die anderen Leute wieder in Sicherheit sind! Das ist ein wahres Wunder! Und das alles nur dank deiner Hilfe, Mario! Wie können wir dir jemals danken? Wir alle stehen in deiner Schuld! Ihr seid alle ein kaputter Kassettenrekorder. Sag immer das Gleiche. Ich kam her, um Lady Boo in all ihrer Pracht bewundern zu können. Ich weiß, Prinzessin Peach ist wunderschön, aber Lady Boo ist viel hübscher. Wir sind beide hübsch. Nach diesem grandiosen Empfang findet in der windigen Schlucht eine Hochzeit statt. Das wird die schönste Hochzeit aller Zeiten. Wir werden alle Gäste zu Tode erschrecken. Oha. Unfassbar, Mann. Willkommen, Mario. Danke, dass Sie alle gewartet haben. Bitte betreten Sie nun den Palast. Werden wir tun. Oh, Mario, wie geht es dir? Bist du noch immer ein so gefährlicher Bursche? Bist du immer noch so eine labernde Labertante? Also ja. Es sieht so aus, als würde der heutige Empfang noch grandioser werden als der letzte. Jede Menge Gesang und Tanz anstelle eines Erdbebens. Ja, das will ich mal hoffen. Wenn das nicht der nette Kerl ist, du hast es also tatsächlich geschafft, Mann. Ich, Mausufa, wusste von Anfang an, dass du den bösen Bowser besiegen würdest. Ja, er verkleidet sich ja gar nicht mehr. Es ist öffentlich Mausufa. Aber weißt du was? Du bist ein noch viel größerer Held, als ich es mir vorgestellt habe. Hi, ich bin das Leitschutz für Bowser vorher. Die Geschichten von deinen herausragenden Leistungen sind sogar bis in den Staubtrock im Vorposten gedrungen. Du bist wirklich erstaunlich gut gemacht. Danke. Willkommen im Bildpalast! Heute sind so viele Ehrengäste zu uns gekommen. Da bin ich etwas nervös. Ich habe richtig Herzklopfen, Mann. Okay, chill mal. Oh, Freund, das wäre doch nicht nötig gewesen. Mario, willkommen im Palast. Prinzessin Peach muss jeden Moment hier sein. Meine Damen und Herren, Prinzessin Peach. Ernsthaft, Leute? Ist es die Prinzessin, die mal klatscht? Oh, Mann. Seid mir alle gegrüßt. Ich bin sehr froh darüber, an diesem besonderen Tag so viele Gäste begrüßen zu dürfen. Der Sternstab, den Bowser gestohlen hat, findet sich nun wieder sicher im Sternhafen. In unserem wunderschönen Königreich herrscht nun wieder Frieden. Die Sterne über uns leuchten noch schöner und heller denn je zuvor. Es scheint, als wollten sie uns ihre Dankbarkeit zeigen. Mario, Gumbario, Koopa, Bombette, Paracarry, Boo, Watt, Sushi, Lucky Lester und all meine Untertanen im gesamten Königreich. Nur dank eurer Bemühungen herrscht wieder Frieden. Mein Dank sei euch gewiss. Ohne euch wäre dieser Tag niemals gekommen. Ich hoffe, das Königreich wird nun vor langer Zeit den Frieden genießen können. Vielleicht sogar für immer. Das ist mein Herzenswunsch. Und nun lasst uns feiern! Genießt das Fest! Aber bitte nicht so feiern, wie du es gemacht hast, Super Mario Kart. Die Champagners können wir liegen lassen. Erinnerst du dich noch an Kapitel 7? Ja, vergessen wir das. Es ist Zeit zu feiern, Mann! Das war Paper Mario auf die Nintendo 64. So, und ich habe jetzt hier eine Parade zu feiern. Auf geht's, Jungs. Wir haben's geliebt.
und los! Ja, hier kann ich mal kurz mein Fazit droppen. Wie fand ich denn Paper Mario jetzt? Ich habe ja jetzt zum allerersten Mal gespielt. Blind? Okay, ja gut, was heißt blind? Ich kannte hier und da Ausschnitte vom Spiel und ich kannte den ganzen Anfang, auch Epilog und Episode 1 und vielleicht auch 2 oder so. Ich kannte auf jeden Fall ein bisschen vom Anfang, aber ich kannte lange nicht alles. Und ganz ehrlich, es ist ein Spiel, was mir Spaß gemacht hat. Allerdings war es auch ein Spiel, was mir nicht Spaß gemacht hat. Es gab hier und da Momente, die mir keinen Spaß gemacht haben. Manche Chapters haben mir einfach nicht gefallen. Und es war immer jedes Chapter. Ich sag's mal so, jedes Chapter war immer in zwei Teile aufgesplittet. So der Anfang vom Chapter und das Ende vom Chapter. Und für mich war jedes Mal immer die Frage, entweder das hier wird jetzt richtig cool oder das wird super nervig und nicht wirklich Spaß machen. Und ich bin ganz ehrlich, das erste Mal, als mir das Spiel so richtig gar keinen Spaß gemacht hat, war irgendwo in der Wüste, glaube ich, ungefähr. Weil ich war da verzweifelt und wusste nicht, wie es weitergeht und das Spiel hat auch keine Tipps gegeben. Und ich weiß nicht, ich finde, das Spiel würde mit einem Remake besser erstrahlen. Warte mal, wie bewegt sich da der Wal mit dem Meer? Ist auch egal. Jedenfalls, ich finde, ein Remake würde dem Spiel gut tun. Es wird wahrscheinlich aber kein Remake bekommen, weil Thousand Year Door kriegt ein Remake und das hier wahrscheinlich nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Generell, wie gesagt, fand ich das Spiel gut. Ich weiß nur nicht, ob ich das Spiel empfehlen kann, weil ich selber zum Beispiel muss sehr oft Sachen nachschauen, also nicht oft, aber ab und zu hier und da gab es Szenen, da musste ich nachschauen, wie es weitergeht, weil ich wirklich gar nicht weiterkam, ja. Und es gibt hier und da Sachen, die mich genervt haben in dem Spiel und ich kann jetzt die ganze Zeit sagen, das war gut und das war schlecht, aber ich habe das größtenteils schon alles in meinem Let's Play gesagt hier. Ich könnte, wenn dann, nur noch sagen, welche Chapters ich gut fand, welche nicht. wie der Typ da kommt mit seiner Leiche. Epilog war interessant. Ich finde es so schade, dass König. Wie hieß der? Der Gumba-König auf jeden Fall. Ich finde es schade, dass der nicht mehr vorkam. Ja, genau der da. Und die beiden, ich dachte, die würden jetzt öfter kommen, genauso wie der kleine Racker mit seiner Eierschale. Schade, da meint er auch, es wäre doch nicht der letzte Kampf, und dann war es doch der letzte Kampf. Keine Ahnung, Mann. Chapter 1 war ganz nice, glaube ich. Was war noch mit Chapter 1? Das war mit dem Cooper, ne? Das war in Ordnung. Chapter 2 war nicht so cool. Der Tempel hat es noch mal ein bisschen verbessert, aber die ganze Wüste habe ich gar nicht gefühlt. Chapter 3, bestes Chapter vom ganzen Spiel. Das hat mir wieder richtig Hoffnung gegeben. Genau, was war Chapter 4? Chapter 4 war... Oh Gott, ich hab's vergessen. Gar nicht gut. War das der Wald? Ich glaube, der Wald war das. Mit Yoshis. Die Yoshis fand ich super. Den Waldbereich, Großlabyrinth, war ein bisschen nervig, aber es war okay. Vulkan war sehr nervig, hat mir nicht so gefallen, vor allem nicht der Boss. Chapter 5 war dann, glaube ich... Ah ne, Chapter 4 war Shy Guy, naja, geil. Shy Guys Spielzeugkiste war eine lustige Idee, hätte man aber viel besser umsetzen können, finde ich. Es wirkte vor allem auch sehr klein, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, okay, wir haben eine kleine Box drin, lolol, aber ich meinte es wirklich so, es fühlt sich irgendwie klein an. Das war Chapter 4, Chapter 5 habe ich gerade gesagt. Chapter 6, die Blütenweide, habe ich nicht so gemocht. Es war okay. Warum ist der König da zweimal da? Achso, die Geister. Schon wieder, Mann. Ja, wenn wir schon hier bei den Geistern sind, Chapter 7 fand ich anfangs richtig, richtig cool. Ich hatte richtig Lust. Und der Eistempel, Mann. Ich weiß nicht. Wie gesagt, hätte man auch besser machen können. Der kleine Racker war cool. Den wir gerade gesehen haben mit der Eierschale. Ich habe mir nur gewünscht, dass der ein bisschen mehr Sinn hat, als einfach nur ein Rivale, der manchmal kommt und einen kämpft. Ich hätte mir schon gewünscht, dass man vielleicht nochmal so einen Secret-Bosskampf mit dem hat. Keine Ahnung. Krasser als Bowser. Chapter 8 war halt genau das, was ich erwartet habe. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, könnt ihr jetzt entscheiden. Und das ist mein Standpunkt jetzt. Meinung zu diesem Game. Not bad. Aber... Ja, ich weiß nicht.
Ich habe bisher eigentlich auch nur Sticker-Star durchgespielt und Super Paper Mario mal angefangen. Und sonst hatte ich keine Erfahrung mit der Paper Mario-Reihe. Und nein, es wird jetzt nicht hier Sticker-Star mit dem Spiel verglichen, weil das sind zwei komplett verschiedene Spiele, die kann man nicht vergleichen. Finde ich. Das war beides Paper Mario, aber ich finde, das kann man nicht vergleichen. Ist einfach ganz anders. Es spielt sich auch ganz anders. Weil das hier war mehr so ein klassisches RPG, aber mit einem coolen Kampfsystem, was uns keins hatte. Und diese Dinge haben mich genervt. Aber ich habe eins besiegt. Ja, was gibt's noch zu sagen? Die Partner hätte man ein bisschen mehr ausflashen können. Manche Partner hatten mehr Screentime als andere. Fand ich das schade. Ich meine, werde ich mich an Watt noch erinnern? Als Beispiel? Wahrscheinlich nicht. An Gumbari auf jeden Fall, weil der gefühlt ein Muss war oftmals. Lucky Lester war viel zu OP, aber okay, war auch der letzte Begleiter. Ich habe tatsächlich gedacht, dass man pro Chapter einen Begleiter bekommen würde. Hätte, glaube ich, für mich auch mehr Sinn gemacht. Aber war nicht so. Ja, die Shy-Guys-Spielzeugkiste fand ich cool. Von der Präsentation her, von den ganzen Shy-Guys. Es war aber ab und zu sehr nervig und ein bisschen klein. Wie gesagt, es war halt klein und kurz und es gab halt wirklich nur so einen Raum mit einem super starken Gegner. Hier ein paar Räume, die einfach nur Räume sind. Aber zumindest waren die Shy Guys alle sehr, sehr cool. Die haben mir gefallen. Aber da waren sie kreativ. Ja, was gibt's da noch zu sagen? Solides Game. Bleiben wir dabei. Solides Game, meiner Meinung nach. Ich weiß, viele Leute von euch sind mit dem Spiel wahrscheinlich aufgewachsen und sagen, boah, absolut geiles Game, vielleicht sogar noch besser als Thousand Year Door. Wozu ich nichts sagen kann. Wir werden Thousand Year Door spielen und herausfinden, wie gut es ist. Es ist nämlich ein direkter Nachfolger, soweit ich weiß. Ich glaube aber, man muss dieses Spiel nicht gespielt haben dafür, aber ich habe es trotzdem natürlich mal gemacht. Zum Teil auch, um Hype aufzubauen dafür. Und ja, ich glaube, es wurde jetzt alles gesagt, was mir noch einfällt. Wenn noch irgendwas... Wenn es irgendwas gibt, dann ab in die Kommentare. Und ansonsten war es das mit Marios Abenteuer. Zumindest fürs Erste. Genau. So, ab nach Hause mit Peach. Was ist denn Mario davor? Man kann sie mehr gönnen. Komm, unsere Gesichter müssen da drauf sein. Nein? Aber zumindest ein Stern. Ja. Mich würde auch noch interessieren, was ihr zu dem Spiel sagt. Sagt ihr, boah, nein, das Spiel ist so viel geil, wie du gemeint hast? Oder sagt ihr, ehrlich gesagt, habe ich das Spiel nicht so gefühlt? Lasst es mich wissen. Und seid dabei, wenn wir dann das nächste Mal wieder in einem Mario-Abenteuer sind. Ich bin erstmal raus. Bis dahin. Und ciao, Leute.